Willkommen zurück zu Let's Play Tyranny. Boah, was laut auf dem linken Ohr. So, wir gehen zum Lager des Scharlachroten Kurs, denn da sollen wir hin. Das erste, was sie sehen, ist, oder was sie kriegen, ist ein Arschtritt, warum hier nichts erobert wurde. Ah, es ist total böse zu spielen. Mal gucken, wen darf ich gleich umbringen? Was ist denn hier los? Erstmal Quicksave. War es F9? Ja, F9 war es. Noch ein Schritt weiter und Spiel pausiert. Dann werde ich dir deinen Fuß im Boden festnageln. Das beweist doch alles. Die Kriegerin schmettert ihre Fäuste energisch zusammen. Also zum Beispiel, ob du dafür geeignet bist, dieses Kinderschar anzuführen. Hinter ihr bringt sich die Mitglieder ihrer Bande mit kampfbereiten Waffen in Stellung. Schauerschaft. Meinen die damit alle oder heißt der nur? Mein Name ist Schauer. Schauerschaft. Hast du Neuigkeiten über das Edikt nicht gehört? Das hier ist eine dumme Ablenkung. Wir sollten unsere Kampfkraft für den Feind aufheben. Der Chorkrieger schaut zu seiner Bande und nickt ihnen knapp zu. Ich sage nichts. Und da die nächste Schlacht so wichtig ist, gibt es noch mehr Gründe, warum deine Krieger mir in die Schlacht folgen sollten, wenn die Zeit gekommen ist. Sie hebt sich mit einem Bronze durch eine Haarlock aus dem Gesicht und lacht boshaft, als die Klinge knapp vor ihren Augen schwebt. Da bleibt uns wohl kein anderer Weg. Er nickt seiner Bande zu und macht seine Waffen bereit. Aha. Ich sage nichts. Komm schon, wer von euch wird als erster meine Klinge schmecken? Die Bandenchefin wirft ihr Messer von einer Hand zur anderen. Naja, gut, hat sie überlebt, ne? Was schaust du so? Bleibt mehr für mich. Ich glaube, ich brauche noch Armschienen, ne? Kann das sein? Eine Horde Armschienen. Ja, ich brauche noch Armschienen. Gib mir meine. So. Sorry, I can't. Doch, das kannst du. Tu mal nicht so, als ob du es nicht kannst. Ich bin der Spielleiter hier. Und wenn ich sage, du kannst das, dann sage ich, dass du das kannst. So. Nehmen wir noch das mit, was immer es ist. Und dann gehen wir mal hier lang. Also die Hinde erst für die Wache ihre Hände an ihre Gürtel und greift sich das Heft einer Klinge. Hinter diesem Kontrollpunkt liegt Chor-Territorium. Und du siehst nicht aus wie ein Rekrut. Bist du sicher, dass du hier richtig bist? Ich bin immer am richtigen Ort. Nee, ich sag nichts. Es kommt noch böse rüber. Die Wache verkrampft etwas und scheut dir direkt in die Augen. Dieser laufende Haufen Rost. Was hat er... oder sie hier zu suchen. Du Schwachkopf, das ist der Schicksalsbinder. Er ist schon seit dem verdammten Anfang bei uns gewesen. Er hat sogar bei den Toren des Urteils Blut vergossen. Beschissener Frischling. Fang an, die Namen und Gesichter zu lernen oder such dir woanders Arbeit als lebende Zielscheibe. Die Wache schüttelt den Kopf, wobei sie dann vor Scham rührt. Tut mir leid, Fürchterlichkeit. Jetzt komm, bitte rein. Ja... mach mir nur Platz. Sonst gibt es Platz. Wenn ich mit dem fertig bin. Was ist das? Hier befindet sich eine Schriftrolle, die vor mystischer Energie leuchtet. Nee, kann ich nicht. Kann ich damit anfangen. Fünfte Auge. Wer bist du? Okay, der.
Ach Gott, der ist irgendwie so merkwürdig zu sprechen. Der Schicksalsbinder von Dunon trifft ein. Die Stimme von Fünftauge quietscht wie bei einem Jugendlichen. Okay. Wenn jugendliche Stimmen quietschen. Dir juckt es dadurch am Gaumen und deine Fingernägel fühlen sich an, als müssten sie mal wieder geschnitten werden. Joch, wir haben hier gerade aufgehört, ein bisschen Spaß mit einem Gefangenen zu haben. Aber keine Sorge, wir werden uns schon bald mit der nächsten Gruppe amüsieren. Fünftauge, der die rot-braune Ausrüstung der Purpursperre trägt, winkt dich mit einem blutbespritzten Handschuh zu sich. Da du nun dieses Edikt verkündest und uns alle zum Sterben verdammt hast, kommst du her, um uns aus diesem Loch zu helfen? Unter seiner Maske ertönt zwitscherndes Lachen. Ich vertraue darauf, dass du deine Krieger kampfbereit machst. Wall of Text. Wir wissen, dass die Eidbrecher in der Zitadelle unter dem Turm des Berges konzentriert sind. Wir haben erfahren, dass dies nicht der einzige Widerstandsnest ist. Fünftauge wedelt mit einer Hand in der Luft, begleitet von einem hohen, unzufrieden klingenden Quieken. Angesichts ihres Angriffsmusters gibt es bestimmt noch eine zweite Gruppe, die von ihnen, die hier im äußeren Teil ihr Lager aufgeschlagen hat. Und bis wir uns nicht um diese zweite Gruppe gekümmert haben, werden sie uns von hinten angreifen, sobald wir den Fluss überqueren. Ich kann die Stimme nicht mehr lange durchhalten. Ich hoffe, ihr könnt alles verstehen. Nichts sagen. Meine letzte Speertruppe ist mit 9 Gefangenen zurückgekehrt. Und einer dieser Gefangenen behauptet, dass sie uns im zweiten Lager der Ventrin-Wachen führen könnte. Obwohl ihre Stimme nicht ganz frei von Täuschung ist. Ich könnte deine Hilfe bei der Befragung dieser Faria-Kehl gebrauchen. Vielleicht hörst du weniger Schreie und Tränen, aber mehr nützliche Informationen aus hier heraus. Wenn wir wüssten, wo wir den Eidbrechern einen Hinterhalt legen müssen, könnten wir versuchen, ihren Hauptmann zu fangen und ihm zeigen, wie schlau es ist, sich dem Chor anzuschließen. Machen ein paar Rekruten mehr zu diesem Zeitpunkt wirklich noch etwas aus? Schau mir Glücke, sie einfach umzubringen. Aber der Purpursperre stoppt abrupt und unterbricht seinen Achselzucken. Aber so sind wir eben. Wir bieten selbst denen, die uns geschadet haben, Erlösung an. Außerdem habe ich kein großes Interesse an alten Rekruten, sondern vielmehr an einem besonderen, ihrem Anführer. Hauptmann Pedox Florian ist einer der besten Krieger, die die Vendrin-Wache noch hat. Man kann seinem Feind doppelt schaden, wenn sich die Krieger, die man ihn nimmt, bei der eigenen Truppe einheit. Ich gehöre nicht zu Archont-Nerat. Was ist dir meine Hilfe wert? Deine Worte verletzen mich, Schicksalsbinder. Fünftauge legt sich eine Hand auf die Brust und täuscht eine beginnende Ohnmacht vor. Und ich dachte, die Freunde des für den illustren Archont der Geheimnisse zu arbeiten, wäre eine Belohnung genug. Wenn man aber erwartet, dass ein Experte für umsonst arbeitet, fehlt einem das halbe Hirn. Sagt mir, was das hier die Mühe wert machen würde. Ein redlicher Lohn würde mir reichen. 1000 Ringe. Ist das die Währung? Weil ein unredlicher Lohn sich für ein Tunons Gesetzes und nicht ziemen würde, was? Fünfauge kichert, während er seine linke Hand in seine Ärmel schiebt. Er zieht eine kleine Beutel voller Ringe vor und lässt ihn in deine Hand fallen. Der Gold fühlt sich geehrt, deine Unterstützung gekauft zu haben. Naja, es gab nichts, ne? Na gut, ich werde mit den Gefangenen sprechen. Ich werde dich dort treffen. Sie wartet bei den anderen Gefangenen.
Oh, der macht meine Stimme noch kaputt. Okay. Ich weiß, wo die Gefangenen sind. Die sind da unten links. Was sind das für Ringe? Ach, Bronzeringe hat er mir gegeben. Da gibt's Eisen- und Goldringe, ne? Ach, ne, Kupferringe. Oh, okay. Naja, 1000 Ringe, würde ich sagen, sind dann mal ein... sind mal 10 Bronzeringe, ne? Die dreckige Promenadenmischung. Gorman, lass den Schicksalsbinden... Gorman, ihr seht in der Folge da gesprochen. Sehr wohl, 5. Auge. 5. Auge, der Kommandant der örtlichen Truppen, der Scharlachroten Kurs, betrachtet sein Lager. Während er die mannigfaltige Gewalt und die Orgien um sich herum still betrachtet, nickt er dir leicht zu, als er dich herankommen sieht. Was ist sowas? Nope. Mit dir rede ich nicht mal. So, aber ich rede mit dem hier. Erstmal mit dem. Kümmern wir uns erst um Varia, bevor wir den Weisen sprechen lassen. Okay, erstmal Varia. Kümmern wir uns erstmal um Varia, bevor wir den Weisen sprechen lassen. Wer ist Varia dann? Ach, das ist Varia. Bitte, so helft doch jemand. Ich möchte mich vor Nerats Stimme verbeugen. Ich dachte, jedermann könnte eine Lösung im Kopf finden. Eine Frau in der Befehlsrüstung der Wandrinwachen stürzt schmerzerfüllt nach vorne. Ihre beschmutzte, zitternde Beine lassen darauf schließen, dass man sie zu tagelang stehen gezwungen hatte. Die hier, er deutet lässig auf einen Gefangenen, hat vorher gebrüllt, sie wüsste, wo sich das Lager der Windrinwache befindet. Aber ganz mit der Wahrheit rückt sie nicht heraus. Ich sage diesem Ding. Ich sagte. Die Gefangene wird einen Moment lang bleich, bis sie Entschlossenheit in ihrem Gesicht zurückkehrt. Ich will eine Garantie dafür, dass ich überleben und als Hauptmann im Chor willkommen geheißen werde. Als Bedingung für mein Reden. Ansonsten würden sie mich einfach töten, nachdem ich ausgesagt hätte. Ich war dumm genug, mich der Vendrin-Wache anzuschließen, aber ich bin nicht so dumm, eine Faustpfand abzugeben. Warum sollte ich der Worten einer Eidbrecherin vertrauen? Ich glaube, darauf kann ich nichts antworten. Varias Blick sinkt zu Boden, während sie nervös schluckt. Als ich mich der Vendrin-Wache anschloss, übernahm ich auch ihr gebrochenes Gelübde. Hast du noch nie Leidenschaft für eine törichte Sache verspürt, die du später bereut hast? Meine Kapitulation jedenfalls ist aufrichtig. Und ich bin gewillt, mich zum Beweis von ihrer Stimme zu verbeugen. Sag mir, was du weißt, dann kann ich mich um deine Freilassung kümmern. Ich hörte, dass der Chor nach Hauptmann Florian und seinen Leuten sucht. Ich kann dich zu ihnen führen, wenn du mich nur freilässt. Sie dreht ihren Kopf zu sich und sieht sich die aufgespießten, schwelenden Leichen um sie herum genau an. Dann zieht sie ohne Erfolg an ihren Fesseln. Du lügst, warum solltest... Du lügst, warum sagst du mir nicht, was du wirklich weißt, und dann werde ich mich um deine Rettung kümmern. Also ich, weißt du, das heißt, wissen sie, erschüttert von deiner Forderung und deiner Forderung, bewegen sich ihre Lippen einige Sekunden lang wortlos. Ich weiß nicht genau, wo der Rest meiner Leute ist, aber ich sah, ich kann's dir sagen, meine ich. Sie schüttet den Kopf und atmet schwer. Durchsuch den da. Sie hebt ein rechtes Bein an und deutet mit dem Fuß auf eine Leiche auf dem nahegelegenen Leichenhaufen. Wo ist denn dein Leichenhaufen, bitte? Der dunkle große Kerl, dem fast das ganze Gesicht fehlt. Schau in seinen linken Stiefel nach. Er war derjenige von uns, der lesen konnte, also hat er die Befehle einstecken. Als er mit seinen Fingern schnippte, reißen zwei Chormänner dem gefallenen Gardisten die Stiefel vom Fuß. Aus dem Stiefel geleitet eine ausgerollte Schriftrolle. Eine aufgerollte. Heraus. Das 5. Auge in die Hand gedrückt wird. Er rollt die Schriftrolle auf und liest sie durch. Blanker Unsinn. Nur ein Wortsalat, der hat meine Stimme zerstört, echt. Unter der Maske erschallt ein Lachen. Sie sagte, sie hätte Informationen dabei, sie gibt sie uns nur Müll. Er schlagt das Gehör, weil sie unsere Zeit verschwendet hat. Er schnippte meinen Fingern
Ich kann die Stimmen in Richtung einer scharlachroten Wüterin in der Nähe, die sofort ein langes Messer aus ihrem Gürtel zieht. Ich hörte sie sagen, dass Nerats Stimme die Treue schwören würde. Ein Initiationsritus wäre angebracht. Da du der Experte im Bereich Schicksal bist, werde ich mir gern anhören, was du dazu zu sagen hast. Wie würdest du vorschlagen, mit ihr zu verfahren? Auf die anderen beiden Gefangenen deuten. Lass uns ihre Loyalität auf die Probe stellen. Varia, töte diese Gardisten. Mit etwas Stumpfen. Und ich sah, dass es gut war. Varia schaute sich die Gefangenen an, die einst ihre Verbündeten waren, und schließt die Augen. Als man ihre Fesseln löst, als man ihr einen schweren Stein in die Hand gibt, kichert und jubelt die Zuseher. Sie sagt etwas Unverständliches, hebt den Stein über ihren Kopf und schlägt ihn auf den Kopf des Gefangenen nieder und unterdrückt einen Schrei, als sie den Stein abermals über ihren Kopf hebt und den anderen Gefangenen damit zu erschlagen. Ein Moment später fällt der blutige Stein zu Boden und Varia siegt auf die Knie. Willkommen. Ich bin erfreut. Gut, gut. Fünf Auge legt der zitternden Frau seine blutige Hand auf die Schulter und nickt ihr zu. Willkommen im scharlachroten Chor. Enttäuscht uns nicht. Als der zweite Soldaten herkommt, um Varia hochzuhelfen, dreht sich Fünf Auge zu dir um und sagt voller Schadenfreude: Wo sind die Sklaven zum Aufräumen des Abfalls, wenn man sie braucht? Ja, das ist nicht mein Problem. Nimm dein Fleischeis und geh. Wir sind ein bisschen weiter damit, die Stellung der Eidbrecher zu finden. Jedenfalls nicht mit diesen verworrenen Durcheinander. Sie versprach uns Antworten und gegeben hat uns, sie uns nur dieses Geschwafel. Sorry to interrupt, but I highly doubt it's gibberish. More likely, it's one of the local scripts. Die Stimme kommt von einem anderen Gefangenen, der neben Varia angebunden ist. Ein älterer Herr mit Schreibfedern, Tintenfläschchen und Pergamentrollen. Wie sie Weise der Schule von Tinte und Feder bei sich tragen. Seine Wangen, Schläfen und Ohren sind mit Tinte beschmiert, seine Kleidung scheint verkohlt. Aus und durch die Risse im Stoff kannst du entlang seiner Arme Brandnarben ausmachen. Obwohl er ausgemergelt und an einen Pfosten gebunden ist, lächelt er dich strahlend an. Das war sein Fehler. Ich lese das Pergament erstmal selbst. Du rollst das Pergament auf und siehst eine Nachricht. Von bescheidener Länge, die in professioneller, wenn auch hastiger Schreibkunst verfasst ist. Das Stufenvolk spricht den gleichen Kastur wie die Nordländer, aber sie haben ein halbes Dutzend unterschiedlicher Schreibstile. Und diese besondere Schrift ist dir unbekannt. Ich hatte den Fetzen, kannst du das lesen? Let me see. Aha. Du hältst dem gefesselten Weisen das Pergament vors Gesicht. 2 Zentimeter, worauf er das Sendschreiben blitzschnell überfliegt. Er liest die Worte ein zweites Mal und nickt still. So, I don't know exactly what it says, but I'm half certain that's Sage Selwyn's handwriting. I'm sure I could decipher that in a few hours' time. Don't need my hands free, but I think better when not tied to a post. I know, I'm weird that way. Ich bin seines Gelabers überdrüssig. Tötet ihn! Wollte ich das Feigen nicht versagen. Ich glaube, das sagt er schon. Ein paar Stunden? Entweder kannst du das lesen oder nicht. Was bringt einem ein Weiser, wenn er nicht ordentlich lesen kann? Ich habe alles gehört, was ich hören musste. Ich finde, wir sollten in dem hier ein bisschen Spaß haben. Noch ein nutzloser Gefangener. Erledig ihn. Wait, I beseech you. Don't dispose of me just yet. A trial. A fair trial is all I ask. Die Augen des alten Mannes leuchten auf, als er mit dir mit aller Kraft schreit. Ein Urteil? Fünft Auge nimmt Haltung an und seine Stimme klingt leicht vergnügt.
Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Niemals etwas diskutieren, was auch mit Stärke geregelt werden kann. Fatebinder, I beseech you, be my advocate for this trial. I'm no fool, I know the Chorus uses blood, not words, to settle these matters. But you are a servant of the Archon of Justice, are you not? Als Schicksalsbinder steht es mir nicht zu, dem Chor vorzuschreiben, wie er auf seinem eigenen Gebiet Urteile abhält. Ein Diener der Gerechtigkeit, der weiß, was sich gehört. Welch eine Seltenheit unter Tunons Gesetzes gebunden. This trial may be a terrible idea, but if I don't entertain them in their court, they'll have more grisly recreation in mind. Please, I'll help you translate the message. I'll do whatever you need. Fortsetzung folgt.